Es ist so, dass unsere Mütter sich, das stimmt jetzt wieder wirklich, es ist ja schwer zu unterscheiden, was stimmt nicht. Sind die Feldbusch-Tagebücher echt oder haben die das einfach gedichtet? Das sicher, fragen sich jetzt viele. Die Architekturstudenten sagen, ja, es ist sicher echt. Ne? Die Germanistikstudenten bezweifeln das vielleicht. Ich kann sagen, dass die Mütter Briefwechsel wirklich tatsächlich stimmen. Und das ist jetzt natürlich auch so, dass es jetzt nicht so auf den wirklich totalen Lacher abzielt. Aber ist vielleicht ganz interessant für Sie, nachdem Sie uns ja hündisch verehren, vielleicht auch zu wissen, was unsere, naja, kann ich ja sagen, oder? Es wird aufgezeichnet, deswegen, damit es nur besser kommt dann im Fernsehen. Starkult ist wichtig. Ja. Christemanns Mutter hat mir ja schon erzählt, dass sie, als er ganz klein war noch, und da hatte er auch schon diese Augenprobleme, da war sie mit ihm beim Augenarzt, und da war sie dann so stolz, weil der Augenarzt hat gesagt, als er ihn untersucht hat, Kinderstar. Da warst du ganz aufgeregt, oder? Ja, ja. Hast du es jetzt endlich gefunden? Ja, ich habe es gefunden. Man muss vorausschicken, dass unsere Eltern sich schon einmal Briefe geschrieben haben und dann war die Aufregung groß und die haben sich dann zerkracht. Ja. Und wir lesen jetzt aus einem Briefwechsel vor. Das war ja überhaupt deine Idee. Du wolltest, dass unsere beiden Mütter sich mal kennenlernen. Ja, weil sicher. Du hast gesagt, das würde unserer beiden Karriere dienen. Ja. Warum, habe ich nie verstanden. Du hast dann meine Mutter einladen wollen ins Imperial, hast du einen Tisch gebucht. Ja. Ne? Du hast halt angerufen, einen Tisch bestellt, der wurde dann zu mir nach Hause geliefert. Ne? Ja, es führt jetzt so weit, auf jeden Fall hat das irgendwie nicht funktioniert, unsere Mütter sind... Und dann kam es eben zu dieser neuen Annäherung und meine Mutter hat den ersten Brief an Frau Stermann geschrieben und die Briefe stimmen wirklich in der Wortwahl. Sehr geehrte Frau Stermann, verzeihen Sie meine Wortwahl der letzten Briefe? Ich hoffe, Sie nehmen meine Entschuldigung an. Ich bin der gleichen Meinung wie Christoph Mark, dass wir stolze Mütter einen Neuanfang wagen sollten. Ich selbst bin auch bereit, Ihre Untergriffe zu vergessen. Vielleicht ist es im Sinne einer Annäherung ganz gut, Ihnen, Frau Stermann, einiges über mich und mein unvergleichliches Kind Christoph Mark zu erzählen. Sicher wird es Sie interessieren, woher Christoph Mark diese seine Bildung und seine Liebe für alles Schöne hat. Nun, ich ermöglichte ihm früh den Kontakt mit der Literatur und der klassischen Musik. Brahms, Tschaikowski, Jacques Brel, Anneliese Rothenberger. Ich sehe ihn heute noch vor mir, 2,5-jährig, in der Hand die Partitur von Mozarts Zauberflöte, sein seidig güldenes Haar im Takt hin und her wiegend. Und, liebe Frau Stermann, vergessen Sie niemals die Kraft der Gene. Schließlich trägt er meine in sich. Und ich sage es nicht ohne Stolz, ich war Soufflöse am Tiroler Landestheater. Auch sein soziales Umfeld ist wohl nur mit dem Wort hervorragend zu beschreiben. Sein Vater, mein Mann, der ehemalige Direktor des österreichischen Hörfunks, Moderator des einzigartigen Neujahrskonzerts, sein Bruder, einer der versiertesten Filmkritiker der Welt. Das alles im goldenen Wien. Noch was, Frau Stermann, Ihr Sohn Dirk soll ja im Ruhrgebiet groß geworden sein. Dieses einfache Milieu, naja, mit freundlichen Grüßen, Mutter Grissemann. Meine Mutter hat zurückgeschrieben. Sehr geehrte Frau Grissemann, vielen Dank für Ihren Brief. Auch ich finde, wir schaden der Karriere unserer Söhne nur, wenn wir nicht weiter Kontakt halten. Schön, dass Sie Ihren Fehler auch einsehen. Wissen Sie, Dirk ist ja niemals sitzen geblieben. Mein Sohn erzählte mir, Christoph sei gleich zweimal sitzen geblieben. Sowas ist in Deutschland ganz selten und wird mit Sonderschule geahndet. Aber in Österreich ist ja alles anders, nicht wahr? Mein Gatte übrigens ist der ehemalige Chef der Ratinger Stadtwerke. Ein stadtbekannter, kluger, gut aussehender Mann, stattlich und groß. Dirks Bruder, falls das Ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein sollte, ist Lyriker und Träger des Stipendiats des Landes Nordrhein-Westfalen. Übrigens, Nordrhein-Westfalen hat doppelt so viele Einwohner wie Österreich. Ihre kleine Spitze gegen das Ruhrgebiet ist mir nicht entgangen. Wissen Sie, wessen Wiege stand hier nicht, gute Frau? Gustav Gründgens? Robert Schumann, Heinrich Heine, Wim Tölke. Geht es übrigens Christophs Haut besser? Das muss für einen jungen Mann ja schrecklich sein. Mit freundlichen Grüßen, Mutter Stermann. Dankeschön. Meine Mutter schreibt zurück. Frau Stermann, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie haben bestenfalls das Niveau einer verbitterten Friseuse. Sich über Christoph Marks Hautunreinheiten auszulassen, zeugt von letztklassiger Primitivität. Christoph Mark besitzt eine wunderschöne, schmale Nase.
romantische, kluge Augen und seine Denkerstirn zierte gar manche Illustrierte. Er hat die Figur eines Balletttänzers, aber immer männlich, heterosexuell. Ihrem Dirk sagt man ja Kontakte zum homosexuellen Milieu nach. Vielleicht kriegt er mit seiner Figur keine Mädchen mehr, naja. Ihr Dirk war ja, bevor ihn mein Sohn von der Straße geholt hat, Taxifahrer, sagt man sich. Frau Stehrmann, ist Taxifahrer nicht ein Beruf für Gescheiterte? Wie schön, dass Sie trotz allem zu Ihrem Sohn Dirk stehen. Andere Mütter verstoßen solche ekligen Kinder und geben sie froh zur Adoption frei. Nun, Frau Stehrmann, ich muss jetzt schließen, denn die Blumen auf dem Altar, den ich für Christoph Mark errichtet habe, die brauchen frisches Wasser. Grüß Gott, Mutter Grissemann. Frau Grissemann, hören Sie doch auf, sich lächerlich zu machen, bitte, ja? Alle fünf Damen meines Kaffeekränzchens haben heute sehr gelacht über Ihren Brief. Neid, Frau Grissemann, ist ein sehr schlechter Ratgeber. Versuchen Sie einfach, die Tatsache zu akzeptieren, dass mein Sohn Dirk intelligenter und geiler ist als Ihrer. Wissen Sie, Dirk hat es schon mal mit meiner Fitnesstrainerin gemacht. Haben Sie ihn übrigens schon mal im Anzug gesehen? Das kaschiert das eine oder andere Fettpölsterchen ganz gut. Anzüge, die Eiterpickel verdecken, sind ja leider noch nicht erfunden worden. Ach, tut mir das leid für Sie und Ihren pickligen Sohn. Wussten Sie eigentlich, dass Ihr primitiver Sohn Christoph schwerer Alkoholiker ist? Leider muss ich den Brief nun schließen, denn eine Redakteurin des Magazins Bild der Frau erwartet mich für ein Interview Mütter berühmter Söhne. Die gute Frau schien am Telefon ja ganz hingerissen von meinem Dirk zu sein, wie gut ich sie verstehen kann. Guten Tag, Mutter Stehrmann. Jetzt bricht der Briefverkehr abrupt ab, weil es offensichtlich Dringlichkeit ergibt und Telegramme erreichen die Frauen. Ich möchte vorlesen jetzt das Telegramm von Mutter Grissemann und Mutter Stehrmann. Blöde alte Schlampe Stehrmann, stopp. Wohl Hirnschiss, stopp. Dirk Schwuchtel, stopp. Christoph Mark gestern mit Damenfußballteam gebumst, stopp. Besser, stopp. Arschloch-Kaffeekränzchen soll scheißen gehen. Stopp. Fuck you, stopp. Telegramm von Frau Stehrmann. Pissnäcke Grissemann, stopp. Dirk bumst gerade Frauenorchester, stopp. Fantastisch, stopp. Ihr Sohn Christoph, hässliche Sau, stopp. Leck mich, stopp. Aus! So. Wahnsinn. Oder? Ein Irrsinn, ja. So sind halt unsere Eltern. Na, Eltern sind ja immer so ein bisschen zickig. Ist zickig das richtige Wort jetzt? Weiß ja nicht, von Heinz Rühmann, Grissemann. Ja. Hört man überhaupt nichts mehr, ist wie tot. Oder? Ja, total. Übrigens, apropos tot. Das ist ja das Zynischste, was ich im Medienbereich finde, ist, dass ja immer in Zeitungen und auch beim Fernsehen immer Nachrufe geschrieben werden über Leute, die noch leben. Ne? Das ist ein Wahnsinn, oder? So, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht, so wenn man so alt wird wie Grissemann zum Beispiel, über ihn gibt es schon Nachrufe, nur im Bravo und Rennbahn Express, aber immerhin. Und es ist zum Beispiel schon geschrieben worden, die Beerdigungsrede für Peter Weck. Total kurze Rede. Peter Weck. Aus. Ein Skandal eigentlich. Weil du bist jetzt gerade im Schauspielfach, sehe ich, weil Peter Weck ist ja ein großartiger Schauspieler, ne? Ja, großartiger Schauspieler. Ganz großartiger Schauspieler. Boah, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu betrunken werde hier auf der Bühne. Aber keine Angst, ich verliere nicht die Fassung. Sie erleben hier nicht.